vergessen, das Ding wegzulegen. Ich habe jetzt 3 Erste-Hilfe-Sprays. Na ja, ich habe 3 davon. Und 3 rote Kräuter. Ich nehme das mal mit, just in case. Die Granaten hole ich später. Ich drücke jetzt erstmal dem Ding irgendwas ins Gesicht. Hi ho, hi ho, hi ho. Hi ho, hi ho. It's up to where we go. Jill, hör auf, mit den Händen in der Tasche rumzulaufen. Das ist unhöflich. Ist nicht. Hunter, ja, die sind. Die habe ich richtig lieb, diese kleinen Reptilien-Kanz. Ich freue mich drauf, wenn du die Chimeras kennenlernst. Oh, wieder noch witziger. Oh, der Experte ist wieder im Hause. So, verwenden. Nimm das, Tisha. Boom, okay. Der I'm Tisha. Sorry. Ah, geil, eine Blu-ray. Eine Modiskette. Die kannst du schon mal in die Truhe packen. Die brauchst du erst sehr viel später. Hab ich mir schon fast gedacht. Okay, bye, Tiger. Ich habe immer noch einen Chaos Emerald, falls du den haben willst. Okay, willst du offenbar nicht. Ich verstehe schon. Ich würde den auch nicht haben wollen. Die Wolf- und die Adlermedaille kannst du eigentlich auch in der Truhe lassen. Die brauchst du auch erst später. Die Adlermedaille habe ich schon weggepackt. Die habe ich schon in der Truhe. Nicht, dass du das sinnlos mit dem Inventar rumjatzt. Nee, das hab ich schon da gelassen. Da habe ich mir schon gedacht, da fällt mir jetzt nichts ein, wo ich das irgendwo brauchen könnte, so. Dematerialisieren sich Hunter einfach so? Die blubbeln weg. Ach so, die blubbeln einfach. Die werden zu Chemiepappe. Okay, das heißt, die Diskette packen wir mal weg. Den Chaos Emerald packe ich mal weg. Das heißt, der Hilfe-Spray behalte ich, because I'm scared like that. Gut, den Raum hätten wir jetzt. Also da sind zwar noch Dings, aber ich will nochmal in die Haupthalle. Das ist nämlich einer der wenigen. Ich glaube, das ist sogar der einzige Raum nur noch, der mir fehlt. Ja, warte mal, ich gehe mal in die Haupthalle. Oh, bitte lass mich das jetzt nicht bereuen. Please don't. Dead, you are die. Welcome to die. Vor allem, dass hier ständig irgendwas durch die Fenster springt, ne? Das kostet alles Geld. Ach, die können sich's leisten. Guck dir die Prachtvilla an. Da lang, genau. Fuck, da lang meine ich. It's this way. Hier ist ja jetzt nur die Tür weg. Und die Musik ist hier irgendwie dramatischer geworden. I know the way. Na gut, immerhin ist hier in dem Raum noch Ruhe. Sagte er und starb. Nee, okay. Weil, jetzt nach einem Riese. Hoffentlich ist das denn auch der letzte Raum, wo ich den Schlüssel verbrauche. Das wäre mal ganz maxi. Sie haben den Schlüssel. Ach nee, warte. Ganz oben ist noch einer. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich noch an einen Raum, wo ich den Helmschlüssel verbrauche. Dann Lord Helmchen mal. Is that a fucking fetus? Könnte einem Menschen oder einem Tier stammen. Dr. Fetus. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, in dem Reinsex Moment entwarf, so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen und niemand kann das Geheimnis hinter diesem Gemälde nicht einmal Sir Spencer. Gemälde? Megälde? Immer hier so eine Menge Gemälde. Alter. Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Oh. That's sad. Why is it sad? Why is it sad? Nice counter, though. Oh, geil, Farbbänder. Oh, yes. Thank you. Und da ist noch ein kleiner Raum. But I don't trust this kleiner Raum. Weil das. Ist das ein Spiegel? Ja, der Spiegel, da ist irgendwas hinter. I know that. I know that for fact. I can read stuff. I can think, you know.
I know stuff. Klattlink. Ah, schön. Gleich welche, die spielen wollen. Ja, ich gehe mal kein Risiko ein. Ja, eigentlich möchte ich nicht mit dir groß rumjatzen. Nur mal so nebenbei. Weil ich habe nichts, um dich irgendwie mal in Brand zu setzen. Ja, wie wär's, wenn du das... Hier wachsen blaue Kräuter. Die brauchen sie jetzt nicht. Sag du mir nicht, was ich nicht brauche. Du bist nicht vergiftet. Schmuckkästchen, ja, nimm mal mit. Das ist bestimmt ein wichtiges Item. Warte, was? Also. Ey. Wie, da wirst du so mit des Stehens bezichtigt oder so? Das wird Konsequenzen haben! Konsequenzen! Something like that. Ich meine, ich ignoriere. Aussparung! Ich meine, können die so zu Crimson Heads werden? Also wenn sie lang genug so rumliegen, also du hast ja am Anfang da welche gehabt, wo ja von sich aus schon die Zeit tot rumlagen im Flur, die sind ja auch über Zeit mutiert. Ja, aber der hier lebt ja noch, der torkelt jetzt hier durch die Gegend, aber ich will ihn nicht umbringen. Also wenn sie nicht nach einer Weile meinen, sie müssten ausbrechen. Oh gut, ich lasse den erstmal da rumpimmeln. Ich habe mein Feuerzeug nicht dabei. In der Ecke sammelst du jetzt eh nur dein Zeug an und haust dann eh ab. Also da gehst du nicht ein fünftes oder zehntes Mal rein. Ja, aber wie gesagt, was hier halt mit traurigen Augen. Das ist halt das, was mich jetzt noch ein bisschen baffelt. Kunstvoller verzierter Globus. Okay. Ein Globus. Ja, hier muss doch definitiv was rein in dieses Schmuckkästchen, oder? Ich weiß nicht. Es sieht so einladend aus. Was so, als könnte man da etwas einstecken in diese Aussparung? Ja. Das sieht passiv-aggressives Schreien. Aussparung! Erstmal ein Puzzle! Es gibt eine Ausführung von etwa 4 cm Durchmesser. Steck dein Chaos Emerald rein. Soll ich da echt mein Chaos Emerald reinstecken? Ja, du kannst auch gerne was anderes reinstecken. Oh, wenn du also bist, wenn du Kisten magst. Oh, weißt du, ich könnte so einiges überall reinstecken, you know. Denk dran, das ist keine Lootbox, also... ist da drin Legendary Skin? Das alternative Kostüm kriegst du tatsächlich nach dem Durchspielen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie komme ich jetzt noch mal am schlausten zum Dings. Ja, ich gehe einfach den Weg wieder. Da ist nämlich nichts mehr, was mich irgendwo, was groß eine Gefahr darstellt. Gefahr. Ja, das ist immer ein bisschen doof, dass die ganzen Kisten über so relativ weit voneinander weg sind. Oder generell schwer zu erreichen sind. Deswegen, das wird jetzt ein klein bisschen dauern, bis wir da wieder hinkommen. Vor allem 4 cm. Wurde irgendwo gesagt, wie groß der Chaos Emerald ist? Es ist ein rundes Loch, das passt in deine Hand. Ja gut, der Chaos Emerald sieht nur einfach ein bisschen größer aus als 4 cm, you know. Ja gut, jetzt überlegen wir mal so ein Chaos Emerald in Sonic's Hand. Ich meine, wie, bis wohin geht er dir? Bis zur Kniescheibe? Okay, aber okay, wenn man jetzt einen anderen Gedanken fasst, du hast das Ding in den Tiger gedrückt, also... Ja... Ja gut. Das Ding war in einem Auge, ja gut. Hör auf zu schnacken, ich mach ja schon. So. Guter Junge. Erstmal die Farbbänder. Jetzt haben wir wieder 6. Das ist schön. Ich hole mir mal ein rotes. Kombiniere die mal mit dem grünen hier. Wunderbar. Sorry. Wo ist mein Chaos Emerald? Hier. Kombinieren. Tatsache. Und dann bröseln da einfach Teile von ab und jetzt soll ich die da rein. Oh nee, das ist so ein Rätsel. Oh nee. It's one of those. Soße. Oh, habe ich mal erwähnt, dass ich solche Rätsel eigentlich voll hasse. Erstmal ein Puzzle! Die kann man. Doch, die. Oh nein, man kann sie drehen. Ja. Fucking hell. Man kann die Scheißdinger drehen. Zombies wollen dein Gehirn fressen. Schnell, löst das Puzzle. Aber gut, es ergibt irgendwie ein Symbol.
Der Stein war dem Tiger ein Dorn im Auge. Willst du mich verarschen? Alter. Oh, das ist eindeutig, wie das hier rein soll. Ja, ist ein bisschen fummelig, mit dem einen. Es sieht zumindest arg danach aus und die Randanteile würden dann auch locker dahin passen. Ach, das. Der muss hier ein bisschen fummeln und trigger-happy sein, damit er es akzeptiert. Und dann müsste das hier nämlich. Nein, ja. Ich bin zu streng. Oder soll das hier? Ja. Ach. Nein, nicht beenden. Du Depp. Doch. Hä? Nein, Jan, ich hab schon wieder hier Chibi. Ich wollte mal kurz was anderes machen, außer stricken. Oh Gott. Na guck, das sieht so aus. Da, das gehört so. Oh, du, das Puzzle ist doch, ey. Das ist eine Brosche. Millennium-Puzzle. Eine Brosche. Keine besonderen Merkmale. Ich erkenne von hier aus, dass das irgendwie Knöpfe sind. Told ya. Und hat sich in einen Schlüssel verwandelt, als ob das das erste Mal wäre, dass es das tut. Alles ist hier ein Schlüssel. Was, ich gebe mich schon begraben, bekannte weibliche Stimme. Wappenschlüssel? Wo soll der denn jetzt hin? In die Tür mit den Wappen. Ach ja, da oben, stimmt. Da oben im West, im Südflügel. Im Schmodderflügel. East Wing. Im Schmatzflügel. Da ganz oben ist auch noch ein Raum, wo ich im zweiten Stock, wo ich auch noch hin muss. Back. Es gibt so viele fucking Räume, wo ich noch hin muss, ey. Von da aus komme ich da hin. Das heißt, ich hab. Oh mein Gott, ich will speichern. Das ist jetzt wieder so ein Knackpunkt, wo ich mir sage, so, save me, please. Save me! Wake me up. Wake me up inside. Wake me up. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier im Westflügel ganz nach oben. Vielleicht kriege ich dann den, wäre ich dann den einen Schlüssel schon mal los. Weil ich glaube, das war auch eine Helmchentür. Wer kennt das bekannte Weihnachts? Clicking Noises. Clicking Noises. Ja, ich pack den Wappenschlüssel erstmal weg. Da ist ja sowieso ein Dings, wo ich hin kann. Okay. Look at this graph! Setz dich mit hier ins Zimmer, Nana, und dann. Look at this pornograph! Bett. Wow, also. Ich kann nicht mehr geil sein. Erstmal hoch. Entschuldigung. Save me! Yes, hat funktioniert! Ich muss Auron danken. Wupp, wupp! Da lang. Oh fuck, da so waren aber. You know the way. Da waren aber Crimson Heads, das weiß ich noch. Da waren Crimson Fuckers. Nee, und dann würde ich eigentlich die nehmen. Crimson Fuckers. Ich will aber die Granaten noch mitnehmen. I will need those later. Nein. Vor allem, wer denkt sich diese, so einen Sicherheitsmechanismus aus? Weißt du, so ein. Der Architekt. Fucking Adler, der durch die Gegend guckt, blöd. Dreh dich um und guck, blöd. Ja, es wird auch in Stralinen. Es wird echt in den Büchern mal erwähnt, dass der Architekt bei den Sicherheitssystemen arg exzentrisch war. Ist das hier richtig? Ja. Also ich werde es herausfinden dann. Ja, also es wird ausschweifend erklärt, wie exzentrisch und bekloppt die Architekten waren. Wie viel Health hat mir das... Hat gerade ein Crimson Head an mir genagt und es hat mich nicht mal gestört? Okay. Wirklich? Akzeptiere ich. Akzeptiere ich voll und ganz. Mein, die Kamera hat mich gerade abgefuckt. Die wollte mich umbringen. Jizzle Beef Valentine. Haben den Schlüssel vom Haus verwendet. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Eine Stimme in deinem Kopf sagt dir, dass du diesen Schlüssel nicht mehr brauchst. Barry, bist du das? Nein, das ist der Erzähler. Barry, bist du der Erzähler? Vielleicht. Barry? Barry? Wieso bist du in meinem Kopf? Irgendwer muss es sein.
Oh. In your head. Harry, mach mal ein paar Edits. Dramatische Musik. Oh, fucking Snake ist schon wieder da. Snake! Ist aber auch das letzte Mal, dass du sie erwischt. Gut, dass ich noch ein bisschen Shotgun-Munition dabei hab. Na, da liegt aber auch ein bisschen Zeug rum. Sur le pont, champignon. Mire Schocke, na 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 na. Frere Jacke, Domingo, Domingo. Oh fuck. Ping Pong Pong. Oh, Kamera, bitte. Tadeus! Nicht schlecht. Tadeus, Tadeus, Tadeus! Ich bin der Deus, der Deus, Deus, Deus. Oh, scheiße. Reloaden! Reloaden! Oh, eine Schlange. Oh, it's a snake. Snake! And he almost said, I'm a snake! Nee, but he missed. Dir zeig ich, wie schlangenhaft ich wirklich bin! Du Schlange. Why you... Yo, slap dich einfach gegens Bücherregal. And fucking die. Also, China hätte was dagegen, wenn du gegen die Bücher fallen würdest. Da sind unbezahlbare Bücher drinne. Nimm dies, Bildungssystem. Nimm dies, Bildungssystem. Was haben wir denn da? Oh, geil, noch ein Buch. Ist da wieder ein ist da fucking Medaillon wieder drin? Bookhand, ja, who would have guessed? Eine Medaille im Buch. Eine Wolfsmedaille. Okay. Oh, du kannst auch erstmal in die Truhe packen. Ist wie mein Adler. Joa, hab ich mir schon fast gedacht. So, Snake. So we meet again. Ich bin so froh, dass wir Auron haben. Auron, der Tech-Support. Auron weiß Dinge. Oh. Oh, this room. It's this room. Auron ist einfach so dieser Tech in jeder RPG-Gruppe. Mm, er ist so der Tech-Nerd, der 30... Er ist so eines dieser Nerd-Kinder aus Strange Things. Wie sollte du immer gerne dabei hast, um irgendein interstellares Alien-Monster abzuschlachten? Wohl meint man kennt sie. Woher meintest du nicht, hier liegt überall Zeug? Das Einzige, was ich hier finde, sind Kräuter. Oben müsste, glaube ich, noch Munition rumliegen, einmalig. Einmal ein Big Chili? Nein, Holy ist gerade nicht in den Chat, da er Overwatch suchtet. Aber wir können Ihnen das vorlesen, was da geschrieben wird. Was plagt dich? Was plagt dich? So, Sammlung von Büchern und Themen. Mir scheint nichts Nützliches zu geben. Okay, dann. Das Ding ist, ich überlege gerade, Auron ist ja rein theoretisch nicht nur ein Tech-Nerd. Er ist ein Tech-Nerd, er ist ein Kräuterkunde-Fuzzi, er kann, weiß was gegen die dunklen Mächte, ich weiß auch nicht. Er weiß was gegen die dunklen Mächte. Also, er könnte er auch Sarah Kinsu sein. Er hat mir mal erzählt, er hat sich mit Zaubersprüchen und Voodoo beschäftigt. Er ist so dieses Randspaten-Genie. Er kann irgendwie alles. Es ist Auron. Naja, ich weiß Dinge, die er nicht kann. Zum Beispiel frühstücken unter 5 Stunden. Irgendwie, er kann ja auch selber Parfüm und Seife und so ein Kram machen. Er kennt sich mit Tees aus, er geht immer in den Wald und weiß nicht was. Jetzt habe ich ein Problem. Wird von Fixen ausgelacht. Auron ist richtig krass, der Typ. Jetzt muss ich wieder durch diesen Raum, wo 2 Crimson Heads sind und ich habe nicht mehr so viel Shotgun-Munition. Viel Spaß. Ja, ich werde es wie immer machen. Ich run da durch. Ich habe diesen Raum jetzt schon mehr als einmal ignoriert. Run, boy, run. Run, boy, run. Ja, ich muss nur in diesen einen Raum. Ich hoffe, die Kamera fuckt mich nicht wieder an, sodass meine Controls wieder gelockt werden, wie eben gerade. Ah, Big Chili fragt gerade. Ich wollte fragen, ob die Verabreichung des Serums an Richard zeitbasiert ist oder ob man es in diesem Remake nicht geben kann. Richard? Ja. Dann kannst du das hier umgeben. Also ich wollte es machen und he was dead. Das ist halt auch zeitabhängig. Es ist also tatsächlich zeitabhängig, ja gut. Naja, also wenn du auf direktem Wege hinrennst, das hier umholst und ihn verpasst, dann überlebt er. Ja, ich hab's versucht, nur da in der Situation war da im Gang Crimson Head, mit dem ich mich nie anlegen wollte.
Das Ding ist halt jetzt halt überlebt, halt in Anführungszeichen. Also, wenn du es ihm gibst, dann unterstützt er dich kurzzeitig im Kampf gegen die Schlange, wird gefressen. Das ist super. Er schmeißt sich halt vor dich, damit er gefressen wird, anstatt du. Oh, the demise. Oh, the demise. Er war eigentlich schon eine coole Sau. Alter, ich könnte bald echt nur noch mit Granatwerfer rumgehen. Kann ich gleich eine Runde Overwatch bei dir mitzuchten? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Was sagt dein PC? Er sagt, er ist bereit. Ich transferiere nur gerade schon mal ein paar Daten auf meine Terabyte-Festplatte. Da schon wieder Mega Man. Ich pack mal mein Gewehr erstmal weg und nimm für Notfälle mal den Granatwerfer mit. Hm. Ich hab eine Menge Granaten über. Beziehungsweise ich nehme mal für Notfälle Säuregranaten mit. Ja, passt. Pistolenmunition habe ich noch 45 Schuss insgesamt, einmal Kräuter und Granaten. This should work. Ja, doch. Und weil ich gerade... Wie viele Farbbänder habe ich jetzt noch? Ich habe noch 5. Ja, Gott. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man überlegt sich trotzdem immer zweimal, ob man speichert, aber... Und mit den wachsenden Schwierigkeitsgraden umso mehr. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja so ein schönes Achievement, das du kriegst, wenn du durchrennst, ohne einmal zu speichern. Es gibt auch hier ein Achievement, das du kriegst, wenn du es nur mit dem Messer durchspielst. Wo ich stehe und mir denk so, what? The knife, that's like nothing. Ja, vor allem gegen Ende wird's ein bisschen lächerlich. So, jetzt geh ich mal in den Keller, um diesen einen Raum da abzuhaken, der nach der Bibliothek. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so doof. Wie komme ich jetzt am schnellsten in den Keller? Da genau, ja. I know. I know the way. You know the way?